So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Origins. Wir haben unser schönes Final Fantasy Paket bekommen. Was machen wir als nächstes? Ich wollte eigentlich die Quest weitermachen oder beziehungsweise mal in Richtung Questende gehen. Das heißt, wir machen jetzt... Wir müssen zum Aquädukt zurück. Ganz weit dahinter. So. Da sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Und dann, ich möchte das Spiel bald mal über die Bühne kriegen, so halbwegs, ne? Wird natürlich noch ein paar Folgen gehen, auf jeden Fall. Aber es wird schon mal für mich Zeit, mal dieses Spiel wirklich komplett durchzudaddeln, weil ich hänge jetzt schon richtig lang dran rum. Langzeitmotivation ist natürlich immer wieder da, es macht immer wieder Spaß, das Spiel zu spielen. Aber auf mich wartet neues Zeug, neues Material, neue Spiele, neue Sachen. Und deswegen... Springst du da jetzt runter, Alter? Wo ist denn der Homo? Fürst. Da hinten. Jo. Was ist denn hier los? Hier schafft ja keiner an dem Aquädukt. Ihr sollt Wasser von den Bergen in die Stadt liefern. So wie es die Römer taten. Es ist nicht alles schlecht an den Römern. Wir haben also der Ägypten teilweise recht viel Entwicklung gemacht. Ingenieurskunst halt. Aber die hatten sie ja eigentlich auch schon. Los, rede mit mir. Bayek, versteh bitte, ich war nicht immer so fokussiert auf architektonische Wunder wie dieses Aquädukt. Als hitzköpfiger junger Mann habe ich viele Vernichtungsinstrumente erfunden. Eines davon war eine Art griechisches Feuer. Griechisches Feuer? Eine Substanz mit solchem Potenzial für unsägliches Leiden, dass ich schwor, sie nie herzustellen. Der Feldherr stellt es aber her. Und zwingt Sivana dazu, seine Ballista für den Krieg gegen ihr Land zu rüsten. Wo bist denn du? Ja, ja. Right decision, Gere. Yo. Verfluchter Stolz. Ich hätte meine Notizen verbrennen sollen. Feldherr Agrippa muss sie gefunden haben. Dann halten wir Agrippa auf. Tu, was dir dein Gewissen befiehlt, Bayek. Aber versteh, dass ich mich nicht gegen einen römischen Feldherrn stellen kann. Meine persönlichen Gefühle zählen da nicht. Finde die Formel und ich werde sie zerstören. Ich will nicht die Opferung Ägyptens verantworten. Das kann doch ich selber machen. Also Jupiter beschütze dich, Bayek. Also ich kann auch es selber zerstören. Oh ne, muss ich jetzt da... Okay. Doppelquadrister-Folge. Und zwar müssen wir wahrscheinlich in diese Festung da eindringen. Das heißt, wir schalten die Festung frei. Wir schalten die Festung frei und entledigen uns aller Wachen und suchen die Schätze. Ne? Solange sie mich nicht suchen, ist alles okay. No, Bro. Hat mich jemand gesehen? Ich hoffe, das war die einzige Wache. Oh, du Depp. Ach, da ist noch mal einer. Ich muss runterklettern. Wie klettert man da jetzt runter, ohne dass der Affe wieder runterspringt? Naja, war ja klar. Warum? Es gibt keine Taste,
wie der sich jetzt einfach da irgendwie wieder hängen lässt. Ne? Es gab doch immer so eine Taste hängen lassen. Wo sind die? Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Mauer rauf. Alter, nee! War das jetzt dein Ernst, du Affe? Ich wollte jetzt gerade Zeno rufen, damit der im Prinzip guckt, ob da jetzt Wachen in der Nähe sind. Da oben hockt sogar noch einer. Da hockt einer. Was ist denn das für einer? Hat mich jetzt einer entdeckt? Die Musik wird so theatralisch. Da ist noch einer. Da ist der Schatz. Oder nee, da ist ein Untergrund. Sollte ich unentdeckt bleiben. Glaube ich auch. Oh, ich glaube, der hat überlebt. Die Sau. Stercore Santo! Was? Ah. Er ist ein bisschen zickig. Er hat aber auch ein bisschen viel ausgehalten. Der wird sich die suchen ja dann nur nach mir. Da ist sogar noch eine kleine Quest. Ach, mit den Römern lege ich mich eigentlich normalerweise nicht gern an. Ich bin voll der Römer-Fan eigentlich und Bayek ist einfach der letzte Vollidiot. Der soll jetzt einfach mal runterfallen. Aber es gibt ja keine Fallenlassen-Taste. Schon nice. Oh. Ich hock mich dann an die Balliste und schieß den ab. Oder? Also mit der Balliste machst du ungefähr 3000 Damage.
Freund. Oh, fuck. Nein! Wie kann das sein? Wie kann das gehen? Warum sind alle so homo? Oh je. Mann, ey. Oh Mann! Kann man so arschgeficht schlecht sein? Fuck! Ja gut, die meisten müssten jetzt aber trotzdem tot sein. Ach. Der war jetzt nicht gerade der stärkste Hundeknochen. Aber ich hätte ihn platt gemacht, aber die Combo war natürlich jetzt wieder scheiße. Dass die jetzt halt nicht auf beide ging. Oh. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Nein, musst du nicht. Okay, dem mache ich nicht so viel Schaden, aber die Balliste macht dem viel Schaden. Da hockt ja auch noch einer. Wer sieht mich da? Das ist ja auch noch so ein King. Oh, der Wichser! Die sind nämlich am lästigsten da.
Nice Shots. Oh. Boah, ein paar Pfeile. Danke. Na. Lustiger Typ, Mann. Der hockt jetzt da die ganze Zeit drin. Oh. Nice. Der sieht mich doch gar nicht. Das sind 600 Damage reinklatschen, Alter. Und jetzt mal ein Kopfschuss, Alter. Wie viel, was hält denn der aus, ey? Oh, voll in die Augen, ey. Vom Löwen natürlich. Ja, wie viel hält denn der Wichser jetzt aus, ja? Lebt ja immer noch, ey. Ist er jetzt tot? Nein, immer noch nicht, Alter. Ups. Immer noch nicht tot, Alter. Kriegt die ganze Zeit 600 Damage ab, Mann. Wie viel HP hat denn der? Okay, boy. Du willst es ja nicht anders. Ballista Verrexter, hä? Da war doch noch einer. Alter. Ah, schade, Mann. Jetzt geht er da auch noch in Deckung hier. Komm jetzt raus. Na, jeder, der sich mit Monstern und Dämonen verbündet, wird sterben, Feldherr. Viel. Oh, es gibt zwei Hauptmänner hier. Wo sind denn die? Da war einer. Ah, Stufe 34 Schild. Nett. Ja, mein Freund. Tod bestätigen. Die Formel wurde benutzt. Oh, fuck! Ich zerstöre. Nettes Schild habe ich bekommen. Die Formel wurde benutzt. Ich zerstöre den Bestand des griechischen Feuers. Ja.
Schade. Außer Reichweite. Ah, das sind dann in dem Fall noch die Hauptmänner, die da rumeiern. Da liegt der Ivy! Oh, der Wichser. Mein Schwert glänzt. Oh, da ist er. Oh, shit. Na, komm jetzt raus. Komm, Süßer. Ich hab noch 15 Pfeile für dich. Oh! Oh, wer bist denn du? Ach, die Römer. So süß. So, das war wieder ein weiterer General. Okay, ich verstehe. Die Anlage ist ein bisschen groß. Aber ich glaube, wir können uns jetzt dort mal auf den Boden zumindest wagen. Weil ich glaube, da laufen jetzt nicht mehr so viele Wachen rum. Das ist eine riesen Kaserne, Mann. Hätte selber nicht gedacht. Oh, okay. Nochmal Pfeile. Oben ist noch was, aber ich weiß nicht so ganz genau, was da oben. Ah doch, ein paar Schätze. Ich hätte jetzt auch gedacht, es könnten noch Pfeile sein. Ich soll das griechische Feuer zerstören. Aber da ist noch was. Nein. Apate aus Siva. Sie und Chemo gingen immer zusammen jagen. Aha. Warte, warte, jetzt bist du noch ganz wache. Kohlenstoffkristall. Da ist noch mal was. Irgendein Plan. Ein Angriffsplan, sieht so aus. Meine Strategie in Kyrenaika. Flavius verlangt, dass unsere Legion in der Kyrenaika die beste wird, die Rom je gesehen hat. Mein Ehrgeiz lässt nicht zu, dass es anders wird. Deshalb kämpfen die Männer jeden Morgen mit hölzernen Schwertern und Schilden, schwerer als die, die man im Kampf verwendet, um ihre Kraft zu steigern. Dann lassen wir sie in voller Montur und Gepäck 20 Meilen in weniger als 5 Stunden laufen. Die 5500 Männer unter meinem Kommando werden die diszipliniertsten und stärksten und mutigsten. Nur dann werden wir bereit sein für Flavius' großen Plan, Feldherr Agrippa. Ja, meine lieben Freunde, wir haben schon 25 Minuten erreicht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder einschalten würdet. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall das Lager hier säubern. Wir sehen uns. Bis dahin, Leute. Haut rein.